Warte, so den Stream starten, dass jeder weiß, was das ist. So, natürlich ist schon wieder mein Baldur's Gate Fenster ein anderes. Und keiner weiß warum. Stream starten. So. Vielleicht ist bei dir der. Nee, das liegt daran, ob ich mit DirectX spiele oder mit Vulkan spiele. Ach so. Ist ein anderes Fenster. Ich bin kein Rindvieh. Ich habe festgestellt, ich bin ja ein Draufel. Ein Drauf. Halb Drau, halb Halb Drau, Büffel. halb Büffel. Ja. Genau. War jetzt nicht so schwer zu verraten. So ein süßes Drauf. Trüffel hätte zwar auch gut geklungen. Trüffel. Ein Trüffel mit D. Ja, ist schon. Ein Trüffel, halb Drau, halb Büffel. Das passt sogar noch besser. Du hast noch nicht tödliche Angriffe ausgewählt. Mit wem? Mit deinem Trüffel. Nee. Stand bei mir gerade noch. Jetzt ist es ausgewählt. Oh, meine Nee, es Magierhand. war schon abgewählt. Was? Meine Magierhand ist noch im Kampf. Sehr cool, dann stehen die Figuren ja noch alle da. Die kann da alleine existieren anscheinend. Ja. Können wir uns ja. Also wir haben ja auch noch keine Rast gemacht. Nee, aber ich. Die wird dann nicht im Kampf bleiben, bis wir. Na, wenn wir rasten, glaube ich, dann ist die Dann weg. ist sie weg, ja. Aber ist ja egal, die werden ja trotzdem da stehen. So, dann rasten wir mal, oder? Oder hatten wir noch was zu Ja. tun? Ja. Ja, ne, rasten ist gut. Tag beenden. Ein Gruppenmitglied ist in Gefahr. Okay, ich muss sie verschwinden lassen. Offensichtlich. Dann löse ich das mal. So. Still alive, so that's progress. So. Müssen wir mit jemandem reden? Ich weiß nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die Dinge mitnehmen soll. Die Die Ding? Lazel und den Will da lassen. Achso. Ich habe schon gedacht, du kommst jetzt mit der Karlach an, aber das kannst du vergessen. Die ist ja nicht möglich. Der Kopf ist gelutscht. Da geht nichts mehr. I don't know. Was meinst denn du? Also gruppentechnisch ist die Lyselle, glaube ich, taktisch sinnvoller. Ja, wobei der Will halt als Hexenmeister schon sehr vielseitig ist. Aber ich glaube, sie macht einfach dadurch, dass sie so viel Schaden macht und so viel aushält. Dann haben halt zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer. Ja, ich glaube, den Will als Nahkämpfer will ich, glaube ich, nicht spielen. Ich glaube, ich lasse den mal da. Ja. Und storytechnisch ist sie halt auch interessant. Wobei ich auf jeden Fall Ja. noch einen Ja. Durchlauf machen will, wo ich selber ein Gesenki spiele und dann die mitnehme. Weil es würde mich interessieren, wie ihr darauf reagiert, wenn man selber Kassianke ist. Ich finde die alle interessant, das ist echt ein bisschen. Stimmt. Also gut. Es wird Nicht jetzt wahr? keinen, der wirklich langweilig ist, finde ich. Nö. Ich
Okay. Wir können rasten. Glaube ich. Okay. Es ist nichts passiert. Das ist das erste Mal, glaube ich. Oder? Reicht ja auch, ist ja genug passiert, oder? Wie meinst du das? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich würde das so gerne ausprobieren. Achso, das muss. Ich muss das im Nahkampf verschließen, das Schloss. Ach so. Und dann hält das plus 10 Runden der Schlüssel. Zauber. Kannst du es jetzt noch aufmachen? Ne, jetzt ist zu, ne? Schlossen. Schloss knacken. Unmöglich. Aber. Ich kann nicht draufstellen. Müsste gleich wieder 8 Runden für. So. Klettern. Aufheben nicht möglich, zu schwer. Und dann sperrt es sich wieder auf. Die Truhe ist 1106 Gold wert. Der Holzkoffer. Ja, ja, natürlich mit Inhalt. Ich kann es auch wieder aufgeben. Dann ist es wieder offen, aber. Welchen Sinn hat das, das zu machen, wenn ich daneben stehen muss dabei? Und wenn es ja, nicht ewig hält. Du musst die Tür ja abschneiden. Ja, aber im Kampf. Wenn du jetzt einen Kampf hast, der zum Teil drin, zum Teil draußen stattfindet. Er schließt die Tür für 10 Runden ab. Gut, 10 Runden ist schon ganz schön lange im Kampf. Das war nicht. Ja, im Kampf finde ich 10 Runden schon lang. Ich glaube, 10 Runden haben wir noch nicht oft gekämpft. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Achso, im Sumpf wollten wir noch das Ding weitermachen, gell? Das war erstmal die nächste Anlaufstelle. Ja, genau. Ist das richtig? Ich glaube schon. Ja, dann müssen wir erstmal die restlichen Kreatürchen da erledigen, oder? Ja. Wo ist es? Wieso kann ich eigentlich den Flammenfall, wenn ich den hier als Zaubertrick gar nicht drin habe? Wahrscheinlich Standardattacke oder sowas. Soll ich eigentlich Karlachs Kopf? Den lege ich mal hier rein. Oder hinten in die Reisetruhe am besten. Ach so, das war hier Marion und Witz. Zwei Sachen in die Kiste und dann können wir eigentlich los, wenn du willst. Kopf von der Karlach wollte ich da jetzt reinlegen. Den Ring die gefunden.
Ja, von mir aus räumen wir auch los. Okay. Nein, die kommt schon. Warum denn? Schon. Ist doch im Kampf, weil sie festgesteckt ist. Oh nein. Da kommen wir jetzt hier nicht anders hin, oder? Feststecken erfolgreich. Hä? Wieso? Nein, verstecken. Aber wieso? Ich war da noch gar nicht in dem Kegel von denen. Doch. Der hat sich ja gerade umgedreht, oder? Bei mir, ja, aber bei mir ging der, also bei mir hat der aufgehört vor der Liselle, der rote Bereich von ihm. Ich find's lustig, dass mein Tierchen im Kampf ist, aber ich nicht, obwohl das hinter mir steht. Das. Okay, dann machen wir das eben. Komm ich da hin? Kann sich gar nicht mehr bewegen jetzt, ne? Schwierigste Länge, die, achso, das ist Wasser. Danke fürs nicht hinspringen können. Sehe ich die Sichtkegel gar nicht mehr. Keeping my head down. Should have worn better boots. Das hier. Du-du-dum. I can't waste any more time. Kommst du hier ran? Ne. Okay, warte, dann töte ich den einen. Ach, ah. Aha, okay. Der hat den anderen beschworen, oder? Oder ist der. Ne, ich glaube nicht. Das waren junge Mephiten. Achso, der hintere ist beschworen. Ja. Also den ersten musst du angreifen. Aber der war vorher. Den Grad beschworen? Weiß ich nicht. Ich glaube, da war ich auf dem falschen Charakter. Ja, mach den ersten kaputt, wenn du kannst. Könnt schon Zauber nutzen dafür? Oder mach. Nee, warte. Mach das damit. Die anderen erstmal hier laufen lassen, denke ich. Das sind ja bloß zwei im Moment. Der andere wird bloß die Kleine noch beschwören und das war's dann, hoffe ich mal. Ja. Wand. Ach, ich muss schmieren lernen unbedingt. Habe ich festgestellt in meinem Spiel. Das ist echt ein guter Zauber. Warum quietschst du? Was, ich quietsche? Ja. Hä? Oder warum musst du schmieren lernen? Ach so. Haha, haha. Warum habe ich keine Aktion? Ich habe keine Aktion. Kann ich mir Flossen wachsen lassen? Sehr cool. Wenn ich mich jetzt verwandle, kann ich nicht mehr springen und wenn ich mich. Ah, im Wasser werde ich sichtbar. Cool. Hätte man mir auch mal sagen können.
Warum habe ich keine Aktion? Verstehe ich nicht. Weil Schmieren macht schwieriges Gelände. Das heißt, die Gegner können sich langsamer bewegen und sie können darauf ausrutschen. Deswegen ist das sehr gut für Crowd Control. Fehlgeschlagen. Wenigstens wird mir heute angezeigt, dass sie Gegenangriffe haben. Ja, du weißt nicht, ob es dir korrekt angezeigt wird. So. Den treffe ich nicht. So. Warum springt die nicht gleich? Das hat's doch angezeigt, dass die gleich springt. Ach siehste, es geht schon wieder los. Ich hab, alles für die stand genau am Eck, da war nichts mit Laufen, gar nichts. Ich habe einfach auf den äußersten Rand von dem Bereich, in dem sie noch springen kann, gedrückt. Und dann geht sie Schritt vor und kann auf einmal nicht mehr springen, weil sie halt in dem scheiß Schlamm drin steht. Das ist so dumm. Ja, das ist richtig. Das wird anscheinend nicht mit eingerechnet. Ja, aber die stand ja schon. Ich habe die an den Rand gestellt, bevor ich springen wollte. Ja. Und dann habe ich erst springen gemacht und dann läuft sie nochmal, obwohl sie ihr nicht angezeigt hat, dass sie nochmal laufen will, ja, bevor sie springt. Ultra nervig sowas. Habe ich das schon extra versucht zu umgehen und dann kann man das nicht. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich wieder sichtbar, ne? Wenn ich den jetzt da reinschicke. Jupp. Yep. Warte mal kurz, also falls du den großen angreifst, warte kurz. Wenn du den kleinen angreifst, ist mir egal. Ich will den uralten Schlamm-Mifid wegmachen, damit der andere auch weg ist. Das kannst du natürlich machen. Es kann sein, dass der Kleine dann explodiert. Mal schauen, ob das klappt. Was vorher machen? Ich erst Zauber. Und dann mich verwandle oder mache ich Nahkampf? Wieso bin ich in dem Mondstrahl? Ich stand davor. Aber jetzt bist du ein Bär, jetzt bist du größer. Ja, genau. Jetzt guck deinen Kopf rein. Oh. Mache ich das jetzt, dass ich den wirklich angreifen kann? Ich gehe keinen Meter, wenn ich jetzt hier aufs Springen gehe. Wahrscheinlich läuft sie trotzdem wieder einen Meter. Ne, nicht mal. Angreifen kann ich trotzdem nicht. Komm, dann bin ich ja nicht dabei. Was? Das hat mich noch erwischt. Mann, ich war doch ganz weit weg. Was extra. Hä? Hm? Ach. Wie ist es? Ich finde diese beschworene Waffe echt gut von dem Derika.
Regeneration. Hält ihm das jetzt davon ab? Feuer hält ihn davon ab. Feuer hält ihn davon ab. Und es gibt irgendwas, die Nähe, so einen nekrotischen Angriff, der ihn davon abhält. Ja, genau, den wollte ich machen, aber das hat nicht funktioniert. Ah. 12% Trefferchance. 20, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe auch diesen. Okay. Ich krieg natürlich 20 Schaden von dem Kack. 16. Also bis jetzt mache ich nur Scheißdreck heute. Wieso? Wir gewinnen doch. Ja, aber ich mache mir halt. Ich pass einfach dumm. Ja. Spring ich da rein und krieg von dem. Obwohl es bei mir das. Sieht's aus, als ob ich nicht drin stehen würde in dem Mondstrahl. Also bei mir steckst du mit dem Kopf voll zwischen seinen Beinen. Nein, nicht der Bär. Die Ach so. Kisianki. Ach so, ja, stimmt. Die steht irgendwie nicht drin. Aber sie steht drin? Nee. Doch, die hat 16 Schaden bekommen von dem Strahl. Das wird aber gar nicht angezeigt, dass die drin steht. Die hat diesen Zustand ja gar nicht. Sag ich doch. Komisch. Ja, lauf doch nicht durch den Strahl durch, du blöde Kuh. Hey, bist du eine dumme Nudel ohne Scheiß. Ich schick dich wieder zurück ins Lager, du blöde. Boah, ist du dämlich. Du hast dir das da so hingestellt, dass er da durchlaufen muss. Ich hab nach unten geklickt, da wo der Bär jetzt steht. Und sie läuft einmal quer durch den Strahl durch. Ging halt nicht anders. Läuft sie wieder durch. Die heile ich nicht, dann stirbt sie halt. Nicht so dumm. So was Dämliches. Fessel das Schlag der Wald. Sauer. Oh. Vertreter Ast. Sollen wir eine kurze Rast machen zum Heilen? Ja, können wir machen. Du hast Funkelhände aufgehoben. Mhm. Können die was? Leitende Schläge. Bei einem Angriff durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger 2 Blitzladungen. Mhm. Höchstens für meinen. Für den, ich weiß nicht, ob das zählt, das für den Bär? Ich glaube schon. Aber muss ich schnell aus der Bärengestell raus. Was habe ich für Handschuhe? Finger.